Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Marktkommentar begrüßen. Volkswagen, Kurssturz der Aktie und Lehren für Anleger, das soll unser Thema für die nächsten Minuten sein. Und Sie werden alle ja schon in den Medien und in der Presse einiges dazu gehört haben. Es gibt momentan sehr viele Spekulationen. Denen möchte ich mich gar nicht zu sehr anschließen, sondern Ihnen nur kurz die Fakten zeigen, auch mal vielleicht das eine oder andere an die Hand geben, was in der Zukunft über die Presse auch zu Ihnen an eine Meinung weiter diffundieren wird und dann das Ganze nochmal in einen Portfolio-Kontext einzuordnen. Wir sehen hier die Entwicklung der Volkswagen-Aktie. Konkret sehen wir hier die Vorzugsaktien dargestellt an der rechten Skala in blau. Sie sehen, wir hatten einen Hochpunkt im Frühjahr diesen Jahres bei roundabout um die 250 Euro pro Aktie. Das ging einher mit einem starken Anstieg des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX hier in rot und in Punkten auf der linken Skala. Und Sie sehen, dass wir dann im Nachgang einen, ja, ohnehin einen Kursabgang oder Kursverluste bei der Aktie gesehen haben. Und auch der Gesamtmarkt hat sich schwächer gezeigt. Und die Spekulationen bezüglich China und auch bezüglich des Autoabsatzmarktes in China haben hier natürlich ihr Übriges getan. Und Sie konnten auch schon feststellen, dass wir eben auch zum Beispiel in dieser Phase schon beobachten konnten, dass sich die Volkswagen-Aktie eben schlechter verhalten hat als der Gesamtmarkt. Zumindest wenn man den Gesamtmarkt nach dem DAX definieren möchte. Jetzt dieser spektakuläre Absturz, ausgelöst durch die Manipulationsvorwürfe, die durch die Presse geistern. Das sind verschiedene Strafen, die hier diskutiert werden. Bis zu 18 Milliarden Dollar wurden hier genannt. Gegebenenfalls könnten noch weitere Strafen auf das Unternehmen zukommen. Und nun wird nun jeder vor die Kamera gezogen, um sich hier entsprechend zu äußern. De facto ist das aber natürlich ein Stochern im Nebeln, weil keiner von uns kann einschätzen, was hier sich genau noch verbirgt, ob sich diese Manipulation wirklich nur auf ein Marktsegment bezieht, ob verschiedene Marktsegmente getroffen sind, inwieweit das Image und auch natürlich die Marke Volkswagen, die natürlich auch einen großen Wert hat, hier dauerhaft Schaden nehmen wird und diese Schädigung eben natürlich auch auf Sicht der nächsten Jahre zu fallenden Umsätzen und dementsprechend auch fallenden Gewinnen führen wird. Also viel Raum für Spekulation und ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht. So sieht das aus, wenn man sich mal ganz oberflächlich mal im ersten Schritt mit einer Aktie beschäftigen will. Also wir haben hier die Volkswagen-Aktie. Hier drunter sehen Sie mal aufgezeichnet verschiedene Unternehmen, die in einer ähnlichen Kategorie aktiv sind, also BMW, Daimler, Peugeot, Renault. Und hier sehen wir dann auf der rechten Seite sehen wir dann mal verschiedene Kennzahlen, die sich Analysten betrachten, also wie zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis, sprich das Wievielfache des erwarteten Gewinns pro Aktie bezahle ich momentan, um die Aktie zu kaufen und oder eben andere, wie zum Beispiel das Price-Book, das Kurs-Buch-Verhältnis, was ja auch von sachwertorientierten Anlegern gerne genutzt wird, um eine fundamentale Beziehung zum Börsenpreis herzustellen. Und das ist ganz interessant hier, dieses Premium bzw. Discount to Peers ist leider natürlich alles in Englisch, weil das ja in Anführungsstrichen die Amtssprache natürlich in der Finanzwelt ist. Und da wird jetzt jeweils dargestellt, ob die Bewertung für dieses Unternehmen, was wir jetzt betrachten, also Volkswagen, günstiger oder teurer ist im Vergleich zur Vergleichsgruppe, die ich hier mal schnell zusammengebastelt habe. Und da können Sie schon feststellen, wir haben momentan überall ein relativ großes Minus davor. Und das wird auch meines Erachtens die Basis sein, von der jetzt viele Analysen ausgehen. Man wird sagen, okay, vielleicht ist die Strafe zu hoch, wenn wir uns mal die Daten anschauen und auch die Analystenmeinungen, die jetzt natürlich wiederum neu konstruiert werden, man wird neue Gewinnwachstumsraten schätzen. Und, aber wie gesagt, das wird der Ausgangspunkt sein, wie sowas vorwärts geht. Aber am Ende des Tages hat natürlich niemand eine Kristallkugel. Deswegen am Ende geht es um die simple Frage, glaubt man, dass es eingepreist ist und der Markt übertreibt, dann kann man sich natürlich mal genauer mit der Aktie beschäftigen. Wenn man glaubt, dass alles ist erst der Anfang und es wird noch weitere Auswirkungen eines sich verlangsamenden chinesischen Wachstums geben, dann sollte man natürlich die Finger davon lassen. Aber wie gesagt, das alles nur Interpretationen und Meinungen. Viel wichtiger meines Erachtens sind ja Fakten und hier habe ich Ihnen mal etwas Theorie mitgebracht. Was sehen Sie hier? Sie sehen hier die Darstellung des Risikos am Aktienmarkt. Die Fachidioten, die, ja, trifft mich ja auch. Wir teilen hier zwischen dem unsystematischen Risiko und dem systematischen Risiko ein. Das unsystematische Risiko, das ergibt sich typischerweise aus dem Risiko eines einzelnen Unternehmens, aus Managementfehlern, einfach aus unternehmerischen Fehlentscheidungen. Und dann ist es natürlich in der Natur der Dinge,
Man sagt ja auch ganz einfach, lege nicht alle Eier in einen Korb. Wenn ich natürlich hier eine Vielzahl von unterschiedlichen Aktien in meinem Aktiendepot kombiniere, dann reduziert sich mit einer zunehmenden Anzahl von unterschiedlichen Aktien dieses Risiko. Und das sehen wir ja auch hier in diesem Chart auch schön dargestellt. Also je mehr Aktien, desto weniger unsystematisches Risiko. Aber irgendwann kann ich das Risiko nicht mehr weiter reduzieren, dann schlägt quasi diese Ebene der Risikostreuung auf dem systematischen Risiko, also das Risiko, das Sie mit Risikostreuung nicht mehr weiter reduzieren können, also das ist nach dem Motto das marktbreite Risiko des Aktienmarktes. Und von daher, wenn wir solche Themen haben, wie jetzt momentan mit Volkswagen, sollten wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen, wenn wir dabei sind, ein Portfolio zu beobachten oder ein Portfolio auch zusammenzustellen. Leider Gottes sind Theorie und Praxis auch hier zwei Paar Schuhe, weil die Frage stellt sich natürlich, wie viele Aktien und welche Arten von Aktien brauche ich, um eine sinnvolle Risikostreuung herzustellen? Diversifikation, wie die Fachleute ja gerne sagen. Und hier mal eine Berechnung aus dem Hause Goldman Sachs. Da misst man den Gleichlauf, den Zusammenhang der Aktien innerhalb eines Indizes. Und das sind die großen Indizes, also hier der Stoxx Europe 600 und der S&P 500. Also wirklich, das sind durchaus Schwergewichte auf der Indexebene. Und da sehen Sie, wie diese Korrelation nach oben geht. Das heißt, der Gleichlauf der Aktien innerhalb dieses Indizes ist immer höher. Und je höher der Gleichlauf, desto geringer ist der Effekt, den wir Anleger aus der Risikostreuung über verschiedene Aktien bekommen. Ceteris paribus steigt also unser Risiko. Und in der Kürze der Zeit kann ich das natürlich nicht mehr zu Ende ausführen, aber wir sehen das momentan an vielen Stellen des Kapitalmarktes, weil auch der Gleichlauf zwischen verschiedenen Vermögensklassen nach oben geht. Also Herausforderung, Risikostreuung ist ein ganz, ganz großes Thema. Man muss sich da viele Gedanken machen und vielleicht auch neue Ansätze ergründen. Und deswegen nehmen Sie vielleicht auch die aktuellen Bewegungen bei der Volkswagen-Aktie mal Ihr eigenes Depot oder Ihre Anlagestrategie mal dahingehend zu überprüfen, ob die Risikostreuung dem entspricht, was momentan sachlich und handwerklich sauber möglich wäre, oder ob sie vielleicht zu fokussiert unterwegs sind, weil wir haben ja vielleicht auch ein anderes Thema noch, was um die Ecke schaut, und das könnte ja doch eine unerwartete Zinserhöhung vielleicht in den USA sein. Das würde viele zinssensible Sektoren auf einen Schlag treffen, und dann spielt es keine Rolle, ob sie in Immobilienaktien investiert sind oder in Versorger. Dann geht das gemeinsam nach unten, oder ob sie irgendwelche dividendenstarken Titel über einen Indexfonds haben, dann geht es alles in die gleiche Richtung. Also das Thema Risikostreuung, ganz wichtiges Thema. Von daher lassen Sie sich von den Philosophien zu Volkswagen nicht zu sehr verwirren. Das kann man beobachten, aber viel wichtiger in die Zukunft gerichtet ist die Frage, wo bekomme ich eine sinnvolle Diversifikation und Risikostreuung her, die zu meiner eigenen Anlagestrategie und auch zu meinem Anlagehorizont und meiner finanziellen Risikobereitschaft passt. Kommentare und Rückfragen, auch wie üblich, gerne an meine E-Mail-Adresse bzw. natürlich an unsere Telefonnummer. Gehen Sie mit uns in Diskussion. Als Kunde haben Sie natürlich sowieso Ihren Ansprechpartner bei uns im Haus. Deswegen viele Grüße von meiner Seite und dem Rest des Teams. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.